Ich möchte euch heute das neue Da Vinci Set vorstellen, was wir zusammen mit Da Vinci gestalten durften. Es ist ein Winter Wonder Watercolor Set geworden und ich zeige euch jetzt mal, welche Pinsel da drin sind. Das Besondere an diesem Set ist nämlich, dass drei verschiedene Serien in nur einem Set untergekommen sind. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Denn jede einzelne Serie, also jede einzelne Pinselform, ergibt natürlich auch einen anderen Strich und damit auch vielleicht sogar einen anderen Stil. Und diese drei Serien zu kombinieren, das zeige ich euch jetzt heute mal anhand eines Kürbisses. Ich beginne mit dem Pinsel aus der Serie 5587. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er etwas längere Haare hat als ein normaler Flachpinsel und zudem noch abgeschrägt ist. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass der Strich natürlich gar nicht ebenmäßig geworden ist. Er ist natürlich am Anfang etwas spitzer, dann wird er sehr breit und dann läuft er auch breit aus. Und das ist genau das Besondere an diesem Pinsel, dass man natürlich nicht sehr gleichmäßige Striche produziert, sondern etwas andere Formen damit darstellen kann. Und so schnell habe ich jetzt auch schon den Körper meines Kürbisses illustriert. Den Pinsel kann ich jetzt erstmal beiseite legen und schnappe mir als nächstes meinen kleinen Breitpinsel aus der Serie 5880. Das ist eine Größe 6, also eine relativ kleine Größe für einen Flachpinsel. Damit lässt sich aber perfekt zum Beispiel der Stiel oder der Strunk des Kürbisses illustrieren. Dadurch, dass der Pinsel nämlich sehr flach ist, können wir uns die Form zunutze machen und das typische Strunkmuster oder diese Strunkansicht nachziehen. Zu guter Letzt nehmen wir uns jetzt also den Zweierpinsel zur Hand. Das ist ein ganz, ganz feiner, dünner Pinsel aus der Serie 5580. Das ist ein ganz normaler Rundpinsel. Und bei Illustrationen ist immer ganz wichtig, dass man so viele Details wie nötig oder wie möglich hinzufügt, weil umso mehr Details die Illustration hat, umso spannender wirkt sie auch am Schluss. Und deshalb schnappe ich mir jetzt einfach nochmal einen Grünton und gebe auf meinen Strunk nochmal dieses typische Strunkmuster eines Kürbisses hinzu. Das mache ich, indem ich einfach ganz dünne Linien ziehe, die dem Ganzen noch ein bisschen Abwechslung geben. Und fertig ist mein Kürbis. Mit diesem Pinselset lassen sich natürlich auch ganz viele andere Motive gestalten. Wir sind gespannt, was ihr so zaubert.